Eure Shopping-Maus Maxim ist wieder am Start und ich habe für euch die spannendsten Produkte. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich hatte am Wochenende ein bisschen zu viel Zeit und bin ein bisschen durch Amazon gestöbert und habe einfach Sachen bestellt, die ich schon lange auf meiner Wunschliste hatte. Und ich dachte mir, ich bestelle sie jetzt einfach, weil es jetzt für die nächsten Wochen wirklich die passenden Produkte sind. Wir haben so ein paar Travel-Must-Haves, Beauty-Must-Haves. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Produkt bei mir schon auf Instagram gesehen. Aber weil nicht alle Instagram haben, dachte ich mir, mache ich das Ganze nochmal hier für euch. Ich habe alle Produkte bei Amazon gefunden. Teilweise wirklich super schnapper. Einige Produkte sind deutlich teurer, meiner Meinung nach, aber von der Qualität und vom Feeling und von der Nutzbarkeit wirklich ihr Geld wert. Und ich würde vorschlagen, let's go. Meine Base habe ich schon drauf, aber wir wollen unbedingt einen Lidschattenlook machen. Und dafür habe ich drei Paletten für euch mitgebracht. Die kennt ihr schon, das sind die Paletten von Lamora. Ich habe einmal hier die Bronze Palette, die, also man muss dazu sagen, Lamora erinnert uns doch sehr, sehr stark an Natasha Denona. Aber wir haben hier die Bronze Palette. Unglaublich schöne Schimmertöne. Wir haben die Attraction Palette. Das ist tatsächlich meine liebste Palette gewesen, weil sie einfach so kühl und so erwachsen war. Es gibt jetzt aber recht neu, das hat mir eine Maus aus der Community geschickt, diese Palette hier. Und das ist die Nude Palette. Und können wir bitte einmal über diese Farben reden? Die sind so wunderschön, dass ich mir gedacht habe, okay, die ist einfach perfekt. Passend dazu benutzen wir ein neues Pinselset. Das hatte ich euch schon gezeigt bei Instagram. Das ist ein Pinselset von JessUp. Auch diese Marke kannte ich vorher nicht, habe die Pinsel aber jetzt schon ein paar Tage hier und muss sagen, sehr, 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 sehr gut. Vielleicht kennt ihr die von Ariel und Morphe. Das sind einer meiner meistgenutztesten Pinsel, die ich überhaupt habe. Aber die sind sehr, 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 sehr teuer und meistens ausverkauft. Und am Ende des Tages ist es immer noch Morphe. Ne? Also es ist jetzt nicht auf einmal irgendeine teure Marke, nur weil irgendein Make-up-Artist mit denen zusammengearbeitet hat. Das sind sehr, sehr gute Pinsel und ich hätte auch gesagt, die sind ihr Geld mehr oder weniger wert, aber wenn es günstiger geht, zeige ich euch natürlich lieber die günstigeren Produkte. Und ich habe hier ein Pinselset von JessUp auf Amazon gefunden. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus, kosten aber nur einen Bruchteil. Oft ist es so, dass viele Marken, wie beispielsweise Morphe, in einer Produktionsstätte produzieren, wo auch andere Marken produzieren. Und nach einer gewissen Zeit haben auch einfach andere Marken dieselben Produktionsumstände wie die Originalmarke. Deswegen habe ich die hier einmal mitgenommen. Die sehen farblich ein ganz kleines bisschen anders aus, aber das macht keinen Unterschied. Ihr habt eine Vielzahl an Pinseln, egal ob für Bronzer, für Blush, für Bronzer, für Highlighter. Es sind, glaube ich, 16 Pinsel mit dabei für 36 Euro. Und ich glaube, als ich das gekauft habe, gab es auch noch so einen 15% Rabattcode. Und hier sind aber auch, und deswegen passt es jetzt so gut, sehr, 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 sehr viele Lidschattenpinsel mit dabei. Und zwar wirklich viele Detail Brushes. Wir haben was zum Blenden, wir haben was zum Auftragen, wir haben was für eine Cut Crease. Schaut euch mal bitte diesen kleinen Pinsel an. Der ist für die Cut Crease und wir machen jetzt was Schönes. Ich starte mit einem sehr, sehr großen, fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Cinnamon. Das ist so ein richtig schöner, warmer Ton. Ihr habt auch einen Spiegel mit dabei und die setze ich mir in die Lidfalte. Die Farben sind wirklich sehr, 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 sehr gut pigmentiert. Ich vertrage sie auch. Also ich muss sagen, die anderen Farben aus den anderen Paletten habe ich schon so oft getragen, nie ein Problem damit gehabt. Blend die richtig schön aus, nach oben und nach hinten. Die ist nämlich sehr, sehr weich und so eine ganz leichte Farbe. Und wechsle den Pinsel und gehe in die Farbe Enigma. Und die platziere ich mir komplett auf mein bewegliches Lid. Und zack, habe ich einen Lidschattenlook drauf. Mit demselben Pinsel gehe ich in die Farbe Eclipse. Der ist sehr, 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 sehr dunkel. Und den setze ich mir auf mein bewegliches Lid oben rauf. Erstmal in einer leichten Schicht, weil ich die Farbe in das Rosa einblenden will. Wechsle wieder den Pinsel zu eben und mische mir Eclipse und Enigma und habe so ein romantisches Smoky Eye. Love it, love it, love it. Mit einem flachen Pinsel gehe ich in die Farbe Blind. Das sieht aus wie nass. Oben rüber in die Farbe Halo, aber nur ins Zentrum. Und ihr habt auch so viele verschiedene Texturen. Wenn ich nicht wüsste, wo ich sie gekauft hätte, hätte ich gesagt, die hätte 24,99 € bei Douglas gekostet. Und ich habe ja jetzt schon also Erfahrung mit den anderen, die Farben halten gut. Ich habe jetzt natürlich den einfachsten Look aus der Palette gemacht, aber ich blende euch mal ein paar Swatches ein von verschiedenen Farben aus den Paletten. Da machst du nichts falsch. Gerade für 9,99 €. Sowas stelle ich mir vor als Geschenk vielleicht für eine gute Freundin oder so, wenn man vielleicht einfach ihr eine
wenn man weiß, dass sie vielleicht die Natasha Denona Paletten gerne hätte, aber vielleicht einfach nicht 80 Euro für eine Lidschattenpalette ausgeben will, dann probiert mal L'Amour. Während mein Concealer einblendet, mache ich mir einmal schnell die Kontur rauf und blende das mit dem Jazz Up Pinsel Set aus, einfach hier rüber. Die Pinsel sind so gut und, also ich muss dazu sagen, es sind nicht die ganz selben Pinsel wie in dem anderen Pinselset, aber sehr viele sehr ähnliche. Und gerade dieser Foundation Buffer Brush ist so gut, das ist wirklich toll. Ich blende einmal schnell den Concealer aus und lasse das Ganze einmal antrocknen. Und wisst ihr, was mich massiv nervt, wenn ich unterwegs bin und mein Make-up irgendwo in meine Schminktasche zurückmache? Diese schmantigen Schwämme und Pinsel. Und das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, aber ich habe es jetzt einfach mal mitbestellt. Das sind so Aufbewahrungsdinger aus Silikon, kannst du einfach waschen, super flexibel, um dein Make-up-Ei beispielsweise hier mit reinzumachen. So einfach und damit schmiert halt in deiner Make-up-Tasche nichts rum. Gibt es auch für die Pinsel, da passen sogar die Jessa-Pinsel perfekt rein. Ich habe es auch schon mal probiert, einfach rein, zack, und dieses ganze schmantige, gerade so Creme-Produkt-Pinsel fliegen dann nicht durch die Gegend. Oder wenn du, weiß ich nicht, du gehst morgens zur Arbeit und weißt, dass du dich zwischendrin ein bisschen touch-uppen möchtest, weil du nachmittags noch verabredet bist, dann packe ich halt nicht mein Make-up-Ei einfach random in die Handtasche, sondern kann es hier mit reinmachen, hab was unterwegs und das sieht dabei auch noch wirklich süß aus. Für meinen unteren Wimpernkranz nehme ich diesen ganz, ganz kleinen Pinsel. Und jetzt seht ihr nochmal diesen dunklen Ton aus der Palette. Die ist so pigmentiert. Diese Palette ist eine 10 von 10. Ich mache nochmal schnell ein bisschen Kontur und Bronzer rauf, dass ich nicht ganz so fad aussehe. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Look. Weiter geht es mit Travel Essentials. Und ich habe mir das noch mitgenommen. Ein Nagelpflege-Case, weil ich vergesse meistens meine Sachen mitzunehmen. Und hier habe ich alles mit dabei. Wir haben einen Nagelclipser, wir haben eine Nagelschere, wir haben so eine Nagelhautschere, wir haben so ganz, ganz kleine Tools mit dabei, mit denen man einfach seine Nägel, seine Füße, was auch immer du damit machen möchtest, zwischendrin mal ganz gut sauber machen möchtest. Und wir müssen drüber reden. Ein Teil davon finde ich persönlich am besten. Und das ist so ein schräger Nagelclipser. Ekliges Thema, ich weiß, aber wir haben sie alle, Füße. Wenn der Nagel an der Seite so ein bisschen eingewachsen ist, haben wir alle schon mal gehabt, kommst du damit wirklich perfekt rein. Es ist jetzt nicht die krasseste Qualität, aber für das Geld, für unterwegs oder einfach um mal so ein kleines Basic-Nagelset zu haben, sehr, 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 sehr gut. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Ist auch vor allen Dingen ganz süß, gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe natürlich jetzt alles in Beige, ne? Damit es auch schön ästhetisch hier aussieht. Diese Make-up-Tasche, die ist von Outspray, keine Ahnung, habe ich bestellt. Ist qualitativ okay für das Geld, würde ich sagen. Aber ihr habt hier, ich habe extra jetzt mal dieses Papier mit drin gelassen, dass ihr seht, wie es aufgebaut ist. Wir haben hier vorne einmal so eine Case, die ihr umklappen könnt. Hier kann man was zwischenstecken und die ganzen Pinsel mit reinmachen, dass sie nicht durch die Gegend fliegen. Hier ist auch nochmal so eine Lasche mit dabei, dass die Pinsel oder die Foundation halt nicht hier überall gegenschmiert, sondern nur hier kann man gut abwischen. Ist halt so PVC-Plastik. Dann haben wir hier zwei verschiedene Seiten, wo wirklich echt viel Platz mit drin ist. Also da passt einiges mit rein. Die ist jetzt vom Verarbeitungslevel her eher, würde ich sagen, eine 5 von 10. Aber die ist hübsch, die ist sehr, 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 sehr leicht. Und die ist auch ein bisschen flexibel, sodass du sie gut in den Koffer machen kannst. Ich habe aber was anderes gefunden und ich schäme mich fast, dass ich es euch zeige, weil ich habe gesehen, wie viele sich das schon bestellt haben. Aber es ist einfach so krass. Also es kam erstmal wie ein Apple-Produkt an, ne? Das ist Amiro. Das ist eine Make-up-Tasche. Ich gucke mal, dass ich euch das jetzt hier so einblende. Ansonsten blende ich euch ein Video ein. Es ist verarbeitet wie ein Mercedes-Benz. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe wirklich gesucht nach einem Fehler oder so. Das ist Kunstleder. Es ist hart, es ist stabil und es ist schwer. Es ist schwer. Das wiegt bestimmt 1,5 Kilo schon. Aber pass auf. Erstmal wunderschön. Wunderschön. Dann machst du es auf und klappst es auf und hast so ein, fast schon wie so ein Badezimmer. Ablage, eine zusätzliche. Hast auf beiden Seiten hier richtig, also wirklich nice verarbeiteter Stoff. Hier so eine Kunstlederapplikation, um deine Pinsel und so mit reinzumachen. Auf beiden Seiten kannst du hier auch Make-up mit reinmachen. Und dann, jetzt kommt's, ich drehe mich einmal, hast du hier nochmal eine Ablage, eine sehr, 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 sehr große Ablage und diesen Spiegel. So. Wie oft war ich schon in einem Hotel und hatte den schrecklichsten Spiegel mit dem schrecklichsten Licht oder du warst 20 Meter vom Spiegel entfernt und konntest dich nicht schminken. Erstmal, du hast einen Spiegel, den du rausnehmen kannst.
Du hast hier hinten auch so Griffe, dass du ihn wirklich gut in der Hand halten kannst. Und du hast verschiedene Helligkeitsstufen, Licht und, pass auf, magnetisch. Und dann hast du wirklich ein komplettes, es ist ja schon fast wie so ein Vanity, wie so ein Schminkschrank unterwegs. Kannst hier alles mit reinmachen und wenn es dir zu schwer ist, lässt du halt den Spiegel draußen. Das ist teuer. Das ist wirklich, wirklich teuer. Das ist eine Luxus. Muss ich dazu sagen, ich bin ehrlich, das ist ein Luxusprodukt, was man nicht unbedingt braucht. Aber wenn man sagt, okay, das ist ein Ding, das macht mir mein Make-up ein bisschen schöner. Ich kann mir das auch einfach schön zu Hause auf dem Schminktisch vorstellen, ne? Das sieht ja schon, das sieht ja schon sehr, sehr edel aus. Alleine deswegen Spiegel so reinklappen, reinstecken, zu, fertig. Das kannst du ja so in dein Auto legen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Alternativ, wie gesagt, habe ich natürlich diese hier noch mitgenommen, die deutlich, deutlich leichter und günstiger ist. Und das hier. Das ist ein Schminkspiegel, der ähnlich so ein bisschen aufgebaut ist wie ein iPad. Du hast auch hier Licht, verschiedene Helligkeitsstufen und du kannst ihn so vor dich stellen, hält dann ähnlich wie so ein iPad. Sehr, sehr praktisch, ist natürlich deutlich leichter, Kabel ist mit dabei, um es einfach zwischendurch aufzuladen. Ich glaube, das waren aktuell meine Favoriten von Amazon, die so ein bisschen perfekt Travel Beauty Essentials sind. Ich bin gespannt, vielleicht habt ihr ja noch was gefunden. Dann schreibt mir die Links gerne in die Kommentare oder schickt sie mir bei Instagram. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.